Machen wir weiter mit einem Inscope-Video, oder? Ich habe die letzten Tage so viel gegessen, dass ich einfach nur noch asoziale Blähungen habe. Da freut sich mein Zimmergenosse und Kumpane Thomas drüber, weil Thomas muss mit mir zusammen unter einer Bettdecke schlafen. Hatte Inscope nicht seinen Mitarbeitern eigentlich den Urlaub ausgegeben und hätte da nicht ein zweites Bett vielleicht noch reingepasst, Nico? Das wird eine super Nacht. Entfesselt die Pferde! Wir sind nicht auf Geschäftsreise, jetzt reißt mal zusammen, Bur. Was für ein Wichser. Kamera, man, hast du Wasserkamera auch? Okay, let's make the drone fly. Hallo, Nico. Ja, servus. Ja, Vincent, nein, mein Lieber, wie geht's dir? Everybody. So gut aussehend. Alter, Jesus. Wieso sehen die alle so gut aus bei dem? Also mein Team besteht nur aus Lauchs. Gö ist einer von der Sorte, dem wird kurzerhand gesagt, ah, da sind ein paar Schnecken an der Wand. Er holt sich ein Messer, kratzt die ab und wird die gleich ordentlich verspeisen. Gut. Wir haben Alicia. Wir wissen die Musik. Wir haben Alicia, die absolute Göttin. Also ich wäre echt ungern mit dir im Urlaub, Nico. Das kann ich an der Stelle einfach mal sagen. Die hier diese Kartoffeln zubereitet hat. Da geht nochmal ein dicker Kuss raus an Alicia. Komm her. Kuss. Sehr gut gemacht. Dann haben wir Goethe Goat jetzt hier in den Tagen nochmal wesentlich besser kennengelernt. Und es gibt eine Sache, die Goethe kann. Und zwar kann er alles. Das ist wirklich eine krasse Fähigkeit. Wir gehen kurz zu den Grillmeistern rüber. Alter, ein epochaler Anblick. Timmy? Inscope, also wirklich, der lernt's doch nicht. Der ist gerade insolvent und buckt sich jetzt wieder eine Villa. Also da muss man auf jeden Fall mal... Moin, Meister. Er ist überbelichtet. Du musst die Dingszahl runterdrehen. Die Dingszahl! Gut. Zeig doch mal das Gemüse da hinten. Zeig doch mal das Gemüse. Alter, Cringe Chris. Cringe Chris! Bei den Goats, ihr seht schon, wer heute maßgeblich dazu beigetragen hat, dass das Essen auf den Tisch kommt. Ja. Das war aber jetzt... Wer heute maßgeblich dazu beigetragen hat, dass das Essen auf den Tisch kommt. Ich hoffe mal, dass das eine selbstgedrehte Zigarette ist, mein Freund. Ansonsten werde ich hier ganz schnell die Staatsanwaltschaft anrufen, ja? Und? Ja. Sagen wir, gehen weiter und gucken mal, was der Praktikant macht. Praktikant! Prakti! Imagine, du bist Praktikant, Alter, und wirst direkt gezwungen, in so einen Urlaub mit so einem Soziopathen zu fahren. Wir werden jetzt auf jeden Fall essen. Und ich würde sagen, wir sehen uns wann. Starker Ami-Pulli. Wieder Stift. Ist Ami, oder? Verpisst euch. Du bist ja komplett vorbereitet. Ja, ja. Ja, nichts. Ich finde es gut, dass du dich hier um deine Bräune kümmerst. Ey, ist dein Arsch im Hintergrund zu sehen? Ich habe hier gerade einen romantischen Moment mit Alicia. Okay. Nee, aber man muss. Sie sieht so aus, als würde sie es richtig genießen, Nico. Ich sage es sehr schön, ne? Ich finde nee, auch. Ist wirklich sehr schön. Ich muss echt auch sagen, es ist sehr, sehr schön. Steven, könntest du bitte aufhören, das Bild zu versauen? Oh. Boah, Memo, guck mal. Ui. Boah, geile Muschi, Memo. Ui, feini, ui. Kiss forever. Verwechslung. Gö wird mir jetzt zeigen, wie man richtig tanzt. Das ist der Running Man, okay? Perfekt, Bro. Klasse. Souvenir habe ich auch geschossen. Geil. Sehr gut, das hast du optimal geschossen, mein Freund. Dankeschön. Alicia hat sich noch fürs heutige Abend das ein bisschen aufgetakelt. Danke. Zeig mal, was hast du hier an? Ist es rückenfrei? Diese unnötige Sexualisierung in Nekos Videos feiere ich. Ah, okay, ich verstehe. Thomas, wie war die Dienstreise für dich? War anstrengend, aber sehr produktiv dennoch. Einfach nur Geisteskranke. Danke. Bitte was? Spaghetti. Alter, Digga, was ist denn das? Was ist denn das da? Es ist klar, dass diese Firma insolvent ging, wenn da so nur so Leute arbeiten. No front, Nico, das war ein Witz. Es war ein Witz, bitte. Es war ein Witz, Mann. Diesjährigen Ausgabe und zum Finale von Rage! Wir werden nun. Ah, die haben sich den ganzen Urlaub besoffen. Chillig. Nun mit passender Musik! Passende Musik! Mit passender Musik! Die
bereit für den Einlauf der diesjährigen Finalistenliste von Ragegate. Nikolas Lazaridis. Nein, 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 darf ich nicht so. Digga, what the fuck? Alter, Digga, what the fuck? Bro. An diesem Abend hat jeder einzelne Kandidat eine ganz spezielle Geschichte zu erzählen. Wir beginnen. Sau geil, das ist auch nicht windig, ist, Bro. Mit dem ersten Kandidaten des Abends. Perfekt. Das Champions League-Sieger und diesjähriger Top-Teilnehmer, Tippi Schauber. Digga, was ist denn? Oh, ich bin Ute und Karate gibt mir Selbstvertrauen. Ha! Ach du Scheiße, Bro. Alles klar. Uwe, ich bin auch dabei. Rose! Molo! Nico! Chris! Cool, darf ich dich kennen? Fritz Gasmann! Thomas Reiter! Du! Rage Cast, so ein anstrengend geiles Saufspiel, wirklich. Nico musste schon trinken. Einfach komplett geisteskrank. Deutsche auf Mallorca sind wie? Digga. Ich seh's. Haben wir bisher geschäftlich viele Fortschritte machen können. Ich persönlich bin absolut überzeugt. Nico schielt da gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, was da los ist. Zeugt, dass diese Methoden für die Zukunft der Firma mehrere Milliarden Umsatz bringen wird. Was meinst du? Ja, auf jeden Fall. In dem Blog sind natürlich nur die lustigen Sachen von dem Aufenthalt dort passiert. Den Rest der Zeit haben wir dort natürlich gearbeitet. Ich möchte ganz kurz zum Schluss dieses Vlogs noch eine Sache loswerden. Und zwar möchte ich mich einfach mal generell bedanken und irgendwie Dankbarkeit dafür zeigen, dass obwohl dieses Jahr so unglaublich beschissen angefangen hat, obwohl dieses Jahr, glaube ich, für extrem viele Leute geschäftlich einfach nur eine Katastrophe war, möchte ich mich einfach nur dafür bedanken, dass ich die Chance hatte, dieses Jahr meinen Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, natürlich auch mir selber die Möglichkeit. Bro, gerne. Man darf ja auch nicht vergessen, meine Freunde, InScope und ich kennen uns schon von Anfang an. Wir kennen uns seit über 8 Jahren. Wir kennen uns seit über 8 Jahren. Und das darf man einfach nicht vergessen an der Stelle, dass Nico und ich uns schon seit über 8 Jahren kennen. Ganz liebe Grüße, Nico. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Und jetzt halt deine Fresse und viel Spaß dir noch in... Ja.